Servus Leute, hier ist mal wieder Gixapet am Start und ich nehme euch wieder mit auf eine kleine, aber feine Runde auf der G6R 1000 K5. So, ich habe heute Lust auf so eine kleine Ortskontrollrunde. Aber ich denke mal, es wird nicht viel passieren, weil hier ist ja fast nie einer unterwegs. Da läuft schon der erste mit Wuffi. Wow. Say hello to the world. Naja. So, hier haben wir einen wunderschönen Penny. Schleichwerbung am Rande. Gehe ich nie einkaufen. Ich bin nicht so der Pennymarkt-Kunde. So. Naja. Auf viel Fußgänger braucht man ja nie hoffen. Hier ist ja so gut wie nichts los. In dem Örtchen. Verschlafen am Thüringer Wald. Knappe 6000 Einwohner. Hier steppt der Bär. Obwohl, hier könnte man sagen, hier steppt der Wolf. Weil hier auf unseren Truppenübungsplatz wohnt ja eine Wölfin. Beziehungsweise ist das ja nicht nur eine, sondern ein kleines Rudel. Ja, die Bauern hier schimpfen zwar immer und wollen sie am liebsten abknallen. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie da beschlossen haben, ob sie sich jetzt leben lassen oder nicht. Erst sind sie immer froh, wenn sie da ist, und dann sind sie froh, wenn sie wieder weg ist. Naja. Hat halt schon ein paar Ziegen und Schafe weggesnackt, der Wolf. Das finden die natürlich nicht so lustig. Kostet ja alles Geld. So, und hier ist unser Schloss. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, nicht so richtig. Mit Schloss, ja, was ist das hier? Schlossgarten? Keine Ahnung. Ist gerade noch im Aufbau. Ist ja vor ein paar Jahren abgebrannt. Kurz vor der Fertigstellung gewesen. Und dann haben die Handwerker irgendwie am Holzdach geschweißt und das war dann nicht so lustig. Also das Ding hat komplett fast gebrannt. Das Dach war komplett weg. Geht jetzt so langsam wieder in Richtung Eröffnung. Ja, mal gucken, wie weit wir hinkommen. Ist eigentlich ganz idyllisch hier, wenn ich gerade so ein Motorradfahrer hier rumfährt. Wie ich. Also oben fehlt das Dach komplett. Die Kuppel haben sie irgendwie abgenommen. Das Kupferdach oder was auch immer das ist. Schindeldach, ich weiß es nicht. Ah ja, wollte ich euch mal gezeigt haben. Hier auch wunderschön mit Brunnen und so weiter. Kann man auf jeden Fall gut spazieren gehen, wenn man sonntagnachmittags nichts vorhat. Gibt auf jeden Fall hässlichere Plätze. Ist auch alles noch nicht so alt, also alles relativ neu und frisch. Hier noch schön mit Teich daneben, das sind ja drei Teiche. So heißen sie auch, die drei Teiche. Sind eigentlich immer mal ein paar Enten unterwegs, aber heute sehe ich nichts. Hier der nächste Teich. Auch keine Ende. Was war denn das? Sucht der Stress da hinten oder was? Sollte man nicht übertreiben. Typ. Die ganze Sache noch mal von der anderen Seite an. Da war übrigens noch ein Mensch. Mit Bierkasten. So kenne ich das. Post darf auch nicht fehlen. Ja gut, man sieht es nicht so richtig. Hier ist schon das nächste Bauwerk da hinten, der Turm. Michaeliskirche. Oder was davon übrig ist, ist nur noch der Turm. Könnte ich eigentlich auch lang fahren. Nein, kann ich nicht.
Eigentlich wollte ich jetzt hier runter. Ah, 1000 Jahre alte Straße. Machen sie jetzt auch neu. War noch so richtig uralte Pflastersteine, also wirklich uralt. Nicht so wie man es kennt, wie hier, sondern richtig noch Natursteine. Sind wahrscheinlich wirklich schon Kutschen drauf gerollt. So, hier Schusterbrunnen Nummer 1. Haben wir mehrere Brunnen hier vor der Kirche, also vor dem Kirchturm ist auch eine. So, hier Marktbrunnen mit Rathaus. Wunderschön. Verschlafenes Nest, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, rechts vor links oder so. Hier könnte man noch mal einen Turm sehen. Jupp. Check. So. Hier noch mal Teile der alten Stadtmauer. Glaube ich zumindest, dass das noch welche sind. So. Feuerwehr. Für jeden, den es interessiert. Hier der wunderschöne Friedhof. Hoffe ich mal nicht, dass wir da so schnell hinkommen. So, und das ist der Kunde, der eben drängelt. Ich bin ganz entspannt durchgefahren. Und er ist auch nicht schneller. So, und dann sind wir schon wieder aus dem Ort raus. Wir können ja nochmal von der anderen Seite reinfahren. Sehe ich nicht so wild. So, und dann sind wir wieder in Ortruf. Jetzt wieder im Ort. Einmal rundherum sozusagen. 125er. Yamaha YZF. Hübsches Fahrzeug. Würde mir auch gefallen. So, dann fahren wir einfach mal hier vorne rein. Bundesstraße ist das hier. Ich glaube 247 oder 88. Ne, 247. Dann schauen wir uns das Ganze mal von hier an. Tuning auch am Start. Freundliche LKW-Fahrer. Ich hätte auch gewartet, so eilig habe ich es jetzt nicht. So, wo fahren wir denn da am besten lang? Gute Frage. Hier gibt es eigentlich nichts zu sehen. Lasst mich mal überlegen. Ja, so viele Sehenswürdigkeiten gibt es hier glaube ich nicht, die sich lohnen mal vorbeizufahren. Oh, die Monster Truck Show kommt wieder. Alle Jahre wieder. Mit den Mini Monster Trucks. So, hier ist der Stadtpark. Gucken wir mal kurz rein. Ist da nicht so spektakulär. Hier nochmal Heuwaage, noch so ein kleiner Brunnen davor. Ja, hier rum sind wir eben gefahren, beziehungsweise sind wir da hinten kurz nach der Kreuzung hier rausgekommen. Haben wir also schon gesehen. Fahrradladen, auch ganz wichtig. Trendfahrzeug Nummer 1. So, jetzt fahren wir einfach mal hier hoch. Und da sind wir auch schon fast wieder draußen. Wie gesagt, ist ein kleines Nest. Die letzte Straße vom Ortsausgang sozusagen hier. Hier nochmal die Kirche, eine andere Trinitatis ist es glaube ich, Trinitatis Kirche. Das ist die, die aktiv genutzt wird als Gotteshaus bei uns. Bin da nicht so bewandert, war da auch noch nicht so oft drin in meinem Leben. Ich als Sünder. Da würde ich sagen, wir fahren jetzt nicht aus dem Ort raus, sondern fahren durchs Ghetto von Ortruf, schwieriges Wort. Ortruf. Man muss es ja auch deutlich sprechen, damit man es versteht. Geht dann hier vorne rechts rein, da wo der jetzt auch reinfährt.
Ne, da oben wäre dann schon wieder der Ortsausgang. Da will ich jetzt nicht hin. So. Hier nochmal rechts von links beachten. Kommt nichts. Sehr gut. So, und da sind schon die Ghetto-Blocks. Neubau. Gebiet. Ich habe da persönlich auch mal gewohnt. Mal kurz. Nicht sehr lange. Haben sie eigentlich ganz schön gemacht in den letzten Jahren. Also alles so ein bisschen saniert. Außenfassaden und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es innen aussieht, ob sie da was neu gemacht haben. Naja, mein Neubau mag, kann hier schön wohnen. Hier gleich Grundschule daneben. Hat man es nicht weit. Top-Lage eigentlich. Ach ja. Servus, als freundlicher Motorradfahrer grüßt man natürlich Kinder. Na, für Nachwuchs muss gesorgt werden im Motorradbereich. Hier mal das Gymnasium. Upsala. Kann man ja auch immer dran vorbeifahren, damit ihr das im Ganzen seht. War früher auch mal Grundschule. Wurde dann aber umgebaut oder umfunktioniert als Gymnasium. War dann meinen ersten zwei Schuljahren auch. In der Grundschule. So, da habe ich euch auch mal meine Hut gezeigt. Hier wohne ich, hier lebe ich. Ah ja, man kann es schlimmer treffen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Meine Geschmäcker sind verschieden. Für mich passt es so, wie es ist. Gibt alles, was man braucht zum Einkaufen.